Okay, Leute, wir machen heute einen kompletten Tutorialflug mit der Cessna Longitude im neuen Aircraft und Avionics Update 1 und zwar von Los Angeles nach Las Vegas. Wir gehen dabei auf VNAV ein, auf den Autothrottle, auf die ILS-Landung und werden auch versuchen, Autothrottle komplett von Takeoff bis zur Landung zu benutzen. Leider gibt es eine ganz kleine Funktion, die die echte Longitude hat, die hier noch nicht implementiert ist. Das wäre noch, ich sag mal, das i-Tüpfelchen, wenn das irgendwann kommt. Und zwar wird bei der echten Longitude der Autothrottle ca. 2 Meilen vor dem Aufsetzen automatisch auf VREF runtergehen, wenn man das Ganze im FMS-Modus benutzt. Das funktioniert hier scheinbar noch nicht. Das müssen wir dann entweder manuell machen oder wir nutzen die Flap-Speed-Funktion im FMS. Das zeige ich dann, wenn es nachher soweit ist. Den Flugplan habe ich auf der Weltkarte eingegeben. Da müsst ihr immer dran denken, wenn ihr zum Beispiel Navigraph nicht habt oder ihr das Video guckt, wenn es schon ein paar Monate älter ist oder so, dass es dann sein kann, dass bestimmte Wegpunkte nicht mehr ganz so hinhauen, gerade bei den Abflügen und Anflügen. Wir starten aber im Endeffekt auf der 25 rechts in Los Angeles, nehmen den Abflug 25 rechts über Dots und landen dann in Las Vegas auf der 26 links mit dem ILS Approach. Wir haben kein Arrival drin, ja, das heißt, wir kommen von der En-Route gleich in den Approach rein. Ich habe auch eine Checklist erstellt im üblichen Format. Die werde ich dann auch wieder auf FlightSimTO zur Verfügung stellen, beziehungsweise in meinen Online-Mod reinhauen. Und ich habe mich dabei hauptsächlich an offizielle Unterlagen gehalten, also zum Beispiel den Operator Guide, den es im Forum gibt, einige andere Unterlagen, aber auch an Pilotenberichten oder an Pilotenberichte, die man so im Internet findet. Und das Ganze ist schon ziemlich dicht an den realen Prozeduren dran. Dann würde ich sagen, legen wir los. Generell, wenn ihr irgendwelche Probleme mit der Longitude habt, weil irgendwelche Avionik nicht geht oder irgendwas nicht stimmt momentan, dann deinstalliert erstmal sicherheitshalber alles, was ihr noch für die Longitude an alten Mods habt. Ja, zum Beispiel der Dynamic-Mod, also der Flight-Dynamic-Mod, der ist nicht kompatibel. Die alten Working-Title G3000-Mods sind nicht kompatibel. Ich würde aber auch sicherheitshalber erstmal jede Livery deinstallieren. Denn wenn es eine alte Livery ist, die vielleicht eine eigene Panel-Config hat, die noch auf die alte Avionik verweist, dann gibt's hier nur Probleme und bestimmte Sachen hauen nicht hin. Ja, da müsst ihr dann gucken, ob eure Livery dann, ich sag mal, vielleicht irgendwann geupdatet wird oder keine Panel-Config hat, dann sollte sie funktionieren. Dann fangen wir an mit den oder mit der Cockpit-Inspektion. Dazu setzen wir erstmal unsere Gewichte. Ich habe hier heute ab und zu so einen kleinen Bug mit dem Weight and Balance Menü. Pilot, Co-Pilot, Passagier 1, 2. Wir nehmen hier mal richtig eine volle Ladung Leute mit. Wenn ihr das nicht macht, dann habt ihr halt nur die 4 Leute drin und ihr müsst das halt im Weight and Balance im FMS nachher aber so halbwegs richtig eingeben, sonst stimmen die Geschwindigkeiten nicht. Und wir nehmen mal durchaus, ich sag mal 1500 Pfund Gepäck mit. Die haben alle ihre Golfschläger dabei. So, na, wir haben jetzt ein gesamtes Gewicht von 3.885 Pfund. So, schließen. Dann fangen wir kurz an. Landing Gear Handle, ja, ist down. Standby Power Switch. 10 Sekunden in die Testposition halten und darauf achten, dass die grüne Leuchte angeht. Ich halte das wirklich mal 10 Sekunden mehr oder weniger. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Das dürften 10 Sekunden gewesen sein. Jetzt auf On. Beide Batterieschalter an. Und dann prüfen, dass wir genug Voltage haben. So um die 26 Volt sollten es sein hier in der Version, ja, nach hier unten passt. Dürfte auch, ich sag mal, solange wie wir keine Fehler simuliert haben oder irgendein State Saving, dürfte das auch immer hinhauen. ICAS, check. Entschuldigung, ICE und CAS, check. Ja, in einigen Flugzeugen ist das zusammengefasst. ICE ist immer das Engine Instrument System. Ja, das sind die Sachen hier. Und CAS ist Crew Alerting System. Das ist das hier. Ja, die Warnungen.
Wir gucken kurz, ob das alles erklärbar ist. Ja, Batterie entlädt sich gerade, ist klar, Parkbremse ist an, Engines in Shutdown, no Takeoff Config, passt auch. External Power as desired. Wenn ihr vorhabt, gleich die APU zu starten, könnt ihr euch das im Prinzip sparen. Wenn ihr aber Lust habt, erst eine ganze Weile rumzufummeln und dann die APU zu starten, um, ich sag mal, Sprit zu sparen, dann macht das schon Sinn, External Power auch anzuschalten. Und wir achten kurz drauf, dass dann die Amps, die von der Batterie runtergehen, hier auf 0 runtergehen. Ja, dann wird jetzt im Prinzip der ganze Strom vom External Power gezogen und nicht mehr von den Batterien. Emergency Light Switch. Das ist der hier, einfach auf Arm, also ganz nach oben. Gegebenenfalls interne Lichter und externe Lichter einstellen, so wie ihr es braucht. Einige Lichter, wie zum Beispiel Beacon, NAV-Licht, die gehen automatisch in der Longitude an. Also wir brauchen am Anfang jetzt nicht unbedingt hier irgendwas klicken, das passt schon. Passenger Signs könnte man schon anmachen, je nachdem wie lange man jetzt noch braucht, um fertig zu werden. Damit haben wir die Cockpit Inspection fertig und wir gehen in die Cockpit Preparation. So, wir checken jetzt nochmal, wenn alles hochgefahren ist. CAS und ICE. Passt. MFD stellen wir uns kurz so ein, wie wir es gerne hätten. Das, was ich jetzt mache, ist eine reine Empfehlung. Ja, das ist absolut nicht vorgeschrieben. Auf jeden Fall splitten, würde ich sagen. Dann gehen wir auf Aircraft Systems, Synoptics, stellen uns hier auf der Seite den Preflight oder die Preflight-Seite ein. Und auf der Seite stellen wir uns Aircraft Systems, Synoptics, die Summary-Seite ein. Ja. Wir sehen hier zum Beispiel, dass NAV-Licht sogar schon an ist automatisch. Beacon ist noch aus. Eine kurze Übersicht über Hydraulik, Elektrik, Brakes, Temperaturen vom Environment Control System und Sauerstoff. Hier haben wir ganz kurz einen Pre-Check. Ja, das muss nachher alles auf grün stehen, wenn wir wirklich losrollen wollen. Und das hier unten muss auch alles auf grün stehen, wenn wir, ich sag mal, die Takeoff-Config haben wollen. Ja, hier ist jetzt zum Beispiel die Flaps noch gelb. Oder sind die Flaps gelb? Stabilizer Trim ist noch gelb und Parkbremse ist noch gelb. Ne? Das hier oben kommt nach einer Weile auch alles. So, dann mache ich aber schon mal die APU mit an. Sprit kostet im Simulator nichts. Erst auf On. Also erst auf Start, dann springt es auf On, so rum. Und wir sehen hier unten die APU-Page. Wir warten kurz, bis die hochgefahren ist. Und dann steht hier nachher auch eine Load, also ein Generator-Load theoretisch. Ja, 16%. Das heißt, die APU hängt am Netz und wir können externe Power ausmachen. Battery Amps müssen wieder auf 0 gehen oder bleiben und dann passt das alles. Theoretisch könnte man sich jetzt schon die erste Clearance holen, ja, für die Freigabe des IFR-Fluges. Wir spielen heute ohne IFR. ATC ist immer so eine Sache im Flugsimulator, erst recht, wenn man irgendwas demonstrieren will. Flugplan eingeben. Den Flugplan, wie gesagt, habe ich auf der Homepage, Entschuldigung, auf der Weltkarte eingegeben und der wird eigentlich automatisch übernommen. Bei Bedarf werden wir auch nochmal ein ganz kurzes Video machen, wie man einen Flugplan von Hand eingibt, wenn es denn dazu Fragen gibt. Flightplan. So, wir gucken erstmal, ob alles richtig ist. Ne? Wir haben Los Angeles nach Las Vegas, das passt. 2,5 rechts, wir haben den richtigen Abflug drin, ja, über Dots. Dann haben wir die En-Route-Punkte, das sind nur zwei und dann kommt der Approach auf die 2,6 links. Die Punkte hauen auch alle hin. Ich habe mir sicherheitshalber mal von Navigraph kurz den Approach auch als PDF abgespeichert. Braucht man nicht unbedingt, ist aber immer gut, wenn man Karten zum Vergleich hat. Ja, das passt, ne? Das sind die letzten Punkte, Relin, Shant und Huxa, das haut hin und bei Relin theoretisch gehen wir wirklich in den Final Approach über auf der Gleitslope. Das ist hier in Las Vegas ziemlich knapp, ja, also wir sind ja nur noch knappe 5,5 Meilen von der Runway entfernt. Bei vielen Anflügen geht man wesentlich eher auf die Gleitslope, ja bei so 9, 10 Meilen durchaus.
Und da kann man nachher mit der Checklist immer so ein bisschen flexibel sein. Da spielt dann später einfach die Erfahrung auch eine Rolle. Passt. Abgehakt. Procedures, wir gucken nochmal ganz kurz, sind die richtigen. Jetzt gehen wir ins WNAV-Profil. Hier. Das ist eine sehr, sehr interessante Sache. Macht auch unheimlich Spaß, damit rumzuspielen. Das erste hier oben ist erstmal nicht so wichtig. Das füllt sich dann während des Fluges mehr oder weniger aus. WNAV enabled. Climb. Hier können wir jetzt schon ein erstes Climb-Profil aussuchen. Oder wir können ein Climb-Profil aussuchen. Ja, es gibt Maximum Rate Climb, also den Climb mit der höchsten Steigrate, gibt einen gemächlichen Cruise Climb, es gibt einen High Speed Climb. Das ist im Prinzip der Climb mit der schnellsten, ich sage mal, Vorwärtsgeschwindigkeit. Und den wählen wir einfach mal aus. Und dann ändern sich die entsprechenden Werte, die das FMS dann nachher für den Autoswaddle benutzt. Transition Altitude ist hier in Amerika 18.000 Fuß, bleibt auch erstmal so drin. Restriction below 10.000 Fuß ist 250 Knoten, das haut hin. Terminal Area Speed, das ist die Geschwindigkeit, die wir maximal in einem bestimmten Bereich um Los Angeles herum noch fliegen. Ja, also wenn wir innerhalb von 4 Meilen um Los Angeles sind oder unter 2.500 Fuß sind, fliegen wir erstmal nicht schneller als 200 Knoten. Das ist okay, können wir so lassen. Cruise ist eigentlich ein High-Speed-Cruise, ja, das ist so fast das Maximum, was geht. Man könnte hier aber auch einen gemächlicheren Cruise reinhauen, um, ich sag mal, Sprit zu sparen. Zum Beispiel so. Machen wir aber nicht. Ja, wir nutzen den Standard-Cruise. Das gleiche für den Descent. Ja, wir können Profil einstellen. Speed Restriction unter 10.000 Fuß auf 250 Knoten. Das ändere ich mal ganz kurz auf 240 Knoten. Ist aber definitiv kein Muss. Und das ist die Terminal Area Speed. Hier ist das gleiche. Ja, innerhalb von... Also ich habe es schon geändert. Er merkt sich das sogar, sehe ich gerade. Innerhalb von 20 Meilen um Las Vegas. Und wenn wir unter 4000 Fuß sind, dann fliegen wir nur 200 Knoten. Das kann man auch einstellen, wie man möchte. Und das ist schon ein WNAV-Feature. Egal, ob wir nachher im Autopiloten hier oben diesen WNAV-Button an sich drücken oder nicht, dieses WNAV-Feature für die Profile ist aktiv, solange wie dieser Button hier auf FMS steht. Ja, wenn wir den Autoswaddle anhaben und der Speed-Button steht auf FMS, nimmt er die Geschwindigkeiten aus dem WNAV-Profil. Das ist schon ein sehr, sehr cooles Feature. Dann setzen wir die Performance auf. Wir gehen auf Performance. Erstmal Weight in Fuel. Dry Operating Weight. Hier sollte man jetzt die 340 Pfund für den Piloten und den Co-Piloten eingeben, wenn man es noch nicht gemacht hat. Standardmäßig steht hier mehr drin und das haut dann irgendwie nicht hin. Payload. Wir haben unsere 8 Passagiere drin. Gegebenenfalls halt dann eine andere Zahl eingeben, je nachdem wie viel ihr dann euch einladet. Cargo hatten wir genommen, 1500. Und wir haben ein Zero Fuel Weight von 26, noch was, 1000 Pfund. Takeoff, einfach FOB Sync, ja, Fuel on Board wird gesynkt mit dem FMS. Hier gibt es ganz, ganz kleine Abweichungen in der Umrechnung. Scheinbar hat, ich sag mal, das FMS eine ganz kleine Nachkommazahl bei der Umrechnung im Pfund einfach anders. Ja, hier fehlen jetzt 100 Pfund. Das ist aber verträglich. Können wir so lassen. Landing brauchen wir noch nicht. Damit haben wir erstmal die Performance hier drin aufgesetzt. Jetzt einmal Back und dann Takeoff Data. Also den Airport und die Runway zieht er automatisch aus dem Flugplan. Wetter könnt ihr entweder, wenn ihr mit Live-Wetter spielt, Load Meter Wind klicken. Ich mache das alles von Hand. Die Runway ist trocken, also dry. Wind, ich habe ein Wetter-Preset. Wir haben 280 Grad. Und 5 Knoten. Temperatur ist 22 Grad, glaube ich. Könnten sogar nur 20 sein. Ich sehe, hier sind 20. Wir machen mal auf 20. Zack. Wir könnten auch Use Red nehmen, dann übernimmt er das automatisch. Ja. Runway übernimmt er aus dem
Flugplan Takeoff Config. Wir starten mit Flaps 1. Anti-Ice brauchen wir nicht. Thrust Reversers lassen wir stowed. Takeoff Factor lassen wir auf 1.0. Damit habe ich noch nicht rumexperiment und wir machen keinen Rolling Takeoff, sondern Standard Takeoff. Takeoff Data. Wir gucken, ob er uns die V-Speeds ausfüllt. Und das haut alles hin. Ja, wir haben eine Rotation Speed von 117 Knoten. V2 ist 132. Das sind so die beiden wichtigsten erstmal. Accept Takeoff Speeds. Das muss dann grün leuchten. Und dann checken wir das Ganze nochmal in den Speedbugs. Haut aber hin. V1 lasse ich mir nicht anzeigen, brauche ich nicht unbedingt. Das lasse ich mir auch nicht anzeigen. Und dann sind wir damit eigentlich durch. Zur Not den von der ATC eingegebenen Transponder-Code eingeben. Und Transponder, ich mache es gerne manuell, ich stelle erstmal auf Standby. Fertig. Ja, dann sind wir mit dem Aufsetzen des FMS eigentlich durch. Dann prüfen wir noch ein paar Sachen. Und zwar Landing Elevation. Ist richtig, ja, wird übernommen jetzt aus dem Flugplan. Ist die Landing, also die Landehöhe, ne, also die Airport-Höhe von Las Vegas, 2181 Fuß. Dann können wir uns auch das MFD wieder ein klein bisschen anders einstellen, so wie ihr es gerne hättet. Ich lasse das aber so, ja, auf Summary und Preflight. Wichtig ist, dass wir die NAV Source, wenn wir nach GPS-Flugplan fliegen, umstellen auf FMS. Ja, sonst folgt er dem Flugplan nicht. Hier können wir jetzt auch ein paar Sachen einstellen, wie wir es gerne möchten. Ja, wir können das Ding splitten, können uns hier also noch ein bisschen Karte einzeigen lassen, können auch die Map Settings einstellen. Zum Beispiel können wir einen Traffic runternehmen. Muss man nicht unbedingt, ne? Aber kann man machen. Ich mache das zum Flug nachher dann sowieso wieder aus. Kann man ein bisschen mit rumspielen, was einem so am besten, sage ich mal, gefällt. Ja, man kann so ein bisschen den Flugplan auch erstmal checken, solange wie wir die MFDs auf Split haben. Ne? Aber man sieht hier die richtigen Punkte. Altimeter. Den Luftdruck einstellen. Ja, entweder über Metadaten den Luftdruck ziehen, über ATIS den Luftdruck ziehen oder wenn man Wetterpreset hat, dann weiß man den Luftdruck. Und dann hier am Baro-Knopf einstellen. In meinem Wetterpreset sind es 2982. Hier. Und Trim setzen. Ich habe in Tests gemerkt, dass das Trim zu gut ist. Also wenn wir uns wirklich an die Trim-Settings halten vom Handbuch, dann ist es ja zu stark nose abgetrimmt, Step-Trim. Ich gehe hier ungefähr immer auf die Hälfte der Werte, ja, oder mindestens um 2 reduzieren. Center of Gravity bekommen wir auf der Gewichtsseite. Und zwar hier. Ne? Schwerpunkt. Das ist die erste Zeile unter dem Slider. Ja, wir haben jetzt einen Schwerpunkt von 27,0%. Und dann kann man ein bisschen interpolieren. Ja, 27 liegt zwischen 26 und 28. Laut Handbuch werden es dann ungefähr 5,5. Ich gehe aber deutlich runter. Ich gebe hier nur 3 ein. Ne? Also die 100% korrekten Werte führen in meinen Augen nicht zu dem gewünschten Ergebnis. Man muss sonst nach dem Takeoff gleich wieder tierisch nach unten trimmen, sonst kommt die Nase zu weit hoch. Ich gehe mal auf 3,2. Da muss man dann auch ein bisschen erst sich das Gefühl erflügen für das Flugzeug und vielleicht wird das ja irgendwann nochmal ein bisschen gefixt. Gut, dann sind wir im Prinzip mit dem ganzen Pre-Flight-Check und der Cockpit-Preparation durch. Gut, dann kommen wir in den Pushback- und Starting-the-Engine-Bereich. Wir lassen uns heute mal durchaus auch ein klein bisschen zurückpushen. Ich nutze dafür eigentlich auch gleich wieder das Pushback-Tool, was hier im All-in-One In-Game-Tablet dabei ist. Wo war es gewesen? Pushback, hier.
Start. Achso, der Pushbacker braucht einen Moment, bis er da ist. Wir warten auf ihn. Macht sich immer besser. Sieht sonst ein bisschen doof aus. So, wir werden uns nach links pushen lassen ein wenig. Parkbremse lösen. Wir müssen die andere Seite nehmen. So, ich würde sagen, das reicht. Pushback-Stopp. Parkbremsen wieder setzen. Und dann starten wir jetzt die Engines. Normalerweise kann man das natürlich während des Pushbacks durchaus schon machen, denke ich mal. Ich mache es jetzt einfach fürs Video nacheinander. Ne? Das war hier nicht in. Dass es nicht in Stress ausartet. So. Passenger Signs on und Parkbremse ist gesetzt. Wir gucken noch mal einmal kurz aufs Eis und aufs Kass. Ja, hier passt alles. Hier passt auch alles. Und dann brauchen wir ganz einfach nur die Abdeckung von den Stop-Run-Buttons hochmachen. Welche Engine wir zuerst starten, ist egal. Ich fange heute mal mit rechts an. Ja. Einfach auf Run drücken. Kurz gucken hier vorne, ob der Druck bei 32 Psi steht, Minimum. Macht er. Auf Start drücken. Deckel zu. Und dann gucken wir uns die Werte an. N2 läuft an. Öldruck kommt, ist ganz wichtig. N1 läuft mit. Gezündet hat es auch, Temperatur steigt, passt alles. Das Starter geht automatisch aus, jawohl. Passt. Dann starten wir auch schon die linke Engine. 32 Psi, passt. N2 läuft an. Jetzt zündet es irgendwann. Jawohl. Temperatur steigt. N1 läuft an. Öldruck läuft an. Öltemperatur steigt. Passt. Ja, stabilisiert sich so ungefähr bei 18% N1. Und Starter geht dann automatisch aus. Und damit haben wir die Engines gestartet. Mehr ist es eigentlich nicht. Ja, wir gucken nochmal alles durch. Das passt. Wir können zur Not auch mal die Electric Page aufrufen. Und wir sehen schon, ja, er hat das Beacon automatisch angemacht. Da brauchen wir uns nicht drum kümmern in der Longitude. Wir rufen mal ganz kurz Synoptics Electric auf. Ja, sieht alles gut aus, alles grün. Generatoren laufen, passt. Die APU können wir noch dran lassen. In der Longitude, in den originalen Checklisten, wird die erst im Flug ausgemacht. Ist wahrscheinlich einfach ja, ein bisschen Sicherheit, falls während des Takeoffs ein bisschen was passieren sollte. Und dann machen wir das auch so. Die muss einfach nur, bevor wir Flight Level 350 erreichen, ausgemacht werden, die APU. Bis dahin kann die durchaus laufen, ohne dass da irgendwas passiert. So, Pre-Flight nochmal an. Dann gehen wir in den After Engine Start Before Taxi. Bereich der Checkliste Flight Controls. Ja, wir können einmal hier draußen gucken, erstmal ganz kurz meine Zuordnung alle hinhauen. Es gibt aber auch eine Synoptic Page. Na, kann man ja auch gucken.
Passt alles. Aber man könnte theoretisch auch die Speedbrakes testen. Die fahren am Boden aber nur bis zur Hälfte aus. Wir können theoretisch auch mal die Flaps durchchecken. Passt aber alles. Und dann setzen wir auch gleich Flaps 1. Ja, und dann haben wir hier unten zum Beispiel beim Pre-Flight-Check oder beim Take-Off-Check nur noch die Parkbremse. Ja, alles andere ist schon für den Take-Off gesetzt. So. Altimeter haben wir gesetzt. Ist das eigentlich gekoppelt? Nein. Es gibt übrigens im Marktplatz einen ganz kleinen Mod, der ermöglicht es dann wirklich ein komplett separate Einstellung für das zweite PFD vorzunehmen. Also das wirklich zwei getrennte PFDs. Kostet ein klein wenig Performance, ja, wenn man hier was anderes einstellt, weil er natürlich dann auch was anderes berechnet. Aber wir könnten hier komplett was anderes einstellen. Brauche ich jetzt aber eigentlich eher auch gar nicht. So, ne, je mehr wir einblenden, desto mehr, ich sage mal, Performance kostet das einfach. Flight Instruments sehen gut aus. Sound alles hin. Engine Instruments hauen auch hin. Ice Protection brauchen wir nicht. Altitude Selector. Wir stellen jetzt die Cruise Altitude oder die von der ATC eingegebene oder freigegebene Höhe ein. Ich stelle mal 5000 Fuß ein. Wir tun mal so, als ob wir von der ATC erstmal nur 5000 Fuß freigegeben haben. Ja, die Höhe erscheint dann hier. Speed Selector. Hier stellen wir sicher, dass der kleine Knopf, der ist teilweise schwer zu erkennen, wenn man so ein bisschen schlechtes Licht hat, ja, der muss hier auf FMS stehen. Ja, man erkennt es, dass das hinhaut, wenn die Geschwindigkeiten hier in Magenta angezeigt werden. Ja, immer wenn das in Magenta angezeigt wird, heißt das, es wird vom FMS gesteuert. Auch wenn hier nachher irgendwelche Magenta-Zahlen auftauchen, dann sind das vom FMS gesteuerte Restrictions. Man könnte theoretisch auch schon den Takeoff mit Wiener fliegen, ja, also mit der Funktion hier. Ist aber, wenn ich so die ganzen Videos, die ich immer so sehe von echten Piloten, in Privatjets eher ungewöhnlich. Ja, die meisten fliegen scheinbar im Flight Level Change Modus. Das ist so mein Gefühl. Na, hundertprozentig kann ich das nicht sagen. Ist im Endeffekt auch egal, weil gerade im Takeoff, wir kriegen meistens die Freigaben ja sowieso nur so, wie wir fliegen können. Und wenn wir eine Freigabe von 5000 Fuß bekommen, gehen wir einfach erstmal auf 5000 Fuß ein und dann ist das gut. Heading Selector setzen wir auf Runway Heading. Das mache ich nachher. Das ist mir jetzt zu viel Gedrehe. Toga Button. Das sind die Buttons hier. Ja, auf der Seite und auf der anderen Seite, die hier oben. Wenn wir den jetzt drücken, wird im Prinzip der Flight Director auf Takeoff gestellt. Das ist der Takeoff-Modus. Der hält im Prinzip nachher erstmal die Runway-Richtung und eine 10-Grad-Pitch. Und wenn wir den Autopiloten anmachen, dann hält er sich auch daran. Ja, also prüfen, ob Takeoff in grün da steht und Alt Select in weiß. Das ist ganz wichtig. Ja, dann holen wir uns die Freigabe zum Rollen. Checken dann nochmal, dass die Passenger Signs on sind. Das passt. Und wir machen Taxilicht an. Transponder lassen wir noch auf Standby. Ja, das haut noch hin. Und dann sind wir auch schon fertig zum Rollen. Gut, dann Parkbremse lösen. Und man macht eigentlich während des Rollens so ein paar Tests. Unter anderem auch mal kurz Reverser reinhauen, kurz. Ob das hinhaut und ob die entsprechenden Anzeigen oben kommen würden, das hat hingehauen. Auch mal kurz die Spoiler ausfahren. Wieder einfahren. Propi durchaus mal kurz anmachen, wieder ausmachen und so weiter und so fort. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob das hier wirklich alles richtig programmiert ist. Aber das scheint... Doch, das passt. Da kommt der Passtest. Passt alles. Das geht dann beim Rollen los, die Tests. Sieht gut aus.
Bremsen testen, Lenkung testen, passt alles. So, da kommen wir jetzt zu 2,5 rechts. Wir halten kurz an, machen dann schnell den Before Takeoff Check. Und dann geht's los. Parkbremse kurz setzen. Wir gehen wieder ins Cockpit. Wir sind im Endeffekt hier komplett durch. Ja, alles grün. Das Einzige, was jetzt noch leuchtet, ist die Parkbremse. Wir können hier quasi umschalten. Ihr könnt euch die Seiten so einstellen, wie ihr wollt. Ich mache das in der Regel so, weil ich zum Beispiel kein Wetterradar, kein Trafficradar brauche, dass ich mir hier das Full anzeigen lasse. Ich stelle mir hier jetzt ganz kurz noch für ein ganz klein wenig Flug den, also die Seite ein, ja, die Summary-Seite, und auf der Seite gehe ich eigentlich auf Map. Und zoome mal ein klein bisschen raus. Und die Anzeige hier unten zum Beispiel, ja, vom Flugplan und so, die kann man sich dann einstellen, wenn man zum Beispiel auf Map-Settings ein bisschen rumspielt hier, ne? Absolutes Terrain kann man einstellen zum Beispiel, Traffic kann man Overlay machen, man kann Map-Detail hochsetzen, ja, also wie viel angezeigt werden soll hier, Orientierung. Ja, speichert sich das sogar alles, sehe ich gerade. Na, das ist natürlich richtig cool, ja. Ich habe Norden nach oben. Hier können wir zum Beispiel Flightplan-Text, ja. Inset-Window, Flightplan-Text. Das ist dann das Fenster hier unten. Und wenn wir die Map nachher groß machen, sehen wir hier dann auch die aktuelle VNAV-Position, also den nächsten VNAV-Punkt, sagen wir es mal so. Und ja, das so dazu. Am Geschwindigkeitsband sehen wir nachher auch ein Haufen kleine Punkte, Flaps, Gear und sowas. Man muss jetzt hier zwei Sachen unterscheiden. Das erkläre ich mal gleich. Und zwar gibt es einmal wirklich die absoluten, ich sag mal, VFE, Full und VLE-Geschwindigkeiten. Ja? Also die maximalen Geschwindigkeiten für die entsprechenden Flaps-Stellungen. Die sind zum Beispiel bei Flaps 1 250 Knoten, Flaps 2 230 Knoten, Flaps Full 180 Knoten und Fahrwerk 230 Knoten. Das sind wirklich die Limits, die das Flugzeug strukturell hat. In der oder im FMS haben wir ja auch eine Flap-Speed-Seite, ja, unter Performance. Das sind die Geschwindigkeiten, die das FMS maximal für die entsprechende Stellung vorsieht. Das heißt, solange wie wir Flaps 1 haben, wird das FMS im Autothrottle nicht über 200 Knoten gehen. Wenn wir das Fahrwerk ausgefahren haben, geht es auch nicht über 200 Knoten. Und nachher, wenn wir landen, ist es dann sogar so, dass wenn wir, weiß nicht, 230 Knoten fliegen und wir setzen Flaps 1, was wir theoretisch dürfen, ja, weil das maximale Limit ist 250, dann geht der Autothrottle automatisch auf 200 Knoten runter, wenn wir das in der FMS-Stellung oben haben. Ne? Immer vorausgesetzt, wie gesagt, das hier steht auf FMS. Das sind also nicht die strukturellen Limits, sondern das sind die Limits für den Autothrottle. Ja, für VNAV dann auch. Das ist unheimlich genial. Und dann kann man zum Beispiel, wenn wir nachher bei der Landung, bei Flaps Full, hier VREF plus 5 einstellen und wir sind auf der Glideslope und wir setzen dann Flaps Full, geht er automatisch auf VREF runter. Und damit können wir das ein bisschen ausgleichen, dass er diese automatische Funktion auf VREF runterzugehen noch nicht hat. Ansonsten müssten wir dann manuell umstellen und die VREF plus 5 Geschwindigkeit manuell eingeben. Ja, ich werde das heute machen, dass ich das hier umgehe mit dieser automatischen Funktion. Ich finde das ganz, ganz gut. Und wir sehen dann entsprechende Marker hier auch immer nachher, ne? Die uns so Limits vorgeben. So, dann gehen wir wirklich mal ganz kurz in die Checkliste rein. Autopiloten ist soweit alles gesetzt. Also Takeoff, Takeoff, das lassen wir erstmal so. Wenn wir abgehoben sind, schalten wir dann im Prinzip auf NAV um und auf Flight Level Change Modus. Flaps sind gesetzt für den Takeoff, Speed Brakes sind retracted, Trims haben wir gesetzt, Ice Protection brauchen wir nicht, Speed Selector steht auf FMS, FMA nochmal verifizieren, Takeoff, Takeoff Green und Alt S White, haut hin, V-Speeds stehen da, NAV Source ist FMS, PFD
einstellen, wie man möchte, MFD einstellen, wie man möchte. Darauf achten, dass, wie gesagt, beim Takeoff hier eigentlich alles grün ist, ne? In dieser Pre-Flight-Checkliste. Und ja, dann Clearance holen, also Freigabe für den Takeoff oder für den Departure. Und dann schalten wir noch Landing Lights an und an die Collision Light. Und damit sind wir jetzt eigentlich good to go. Wie gesagt, wer möchte, kann noch Wetterradar einstellen. Transponder auf Altitude Reporting. Fertig. Dann rollen wir mal rauf. Und richten uns aus. Und dann gehen wir den Takeoff mal ganz kurz in der Theorie durch. So, ich mache nochmal ganz kurz die Parkbremse an. Kommt ganz kurz die Warnung. Ist okay. Trottel war nicht im Idle. Jetzt ist der Trottel im Idle. Normalerweise ist es so, dass wir Autothrottle erst armen und dann den Throttle in die Takeoff-Position schieben. Das hat so ein ganz klein bisschen den Nachteil im Flugsimulator, dass wir halt keine wirkliche Rückkopplung zwischen Hardware-Throttle und dem Throttle haben. Normalerweise, wenn wir den Throttle bewegen und wir haben Autothrottle scharf gemacht, springt er dann schon in den Hold-Modus. Und dann kann es aber passieren, wenn wir den Throttle weiter in die Takeoff-Position bewegen, ja, unseren Hardware-Throttle, dass der Auto-Throttle wieder rausspringt. Deshalb habe ich das in meine Liste so aufgenommen, dass wir erst Takeoff-Power setzen, dann den Auto-Throttle scharf machen. Das sind theoretisch diese Buttons hier unten, ja, Auto-Throttle. Man kann aber auch ganz normal die Keybindings dafür benutzen. Das mache ich. Ja, ich mache das mit einer Tastenzuordnung am Joystick. Es ist einfach, Automat, wie heißt es auf Deutsch? Weil ich habe das über X's und O's. Müssen wir jetzt gegebenenfalls nochmal nachgucken. Das ist irgendwie automatische Gasregulierung an oder sowas. Und dann lasse ich die Bremsen erst los. Ne? Bei VR wird langsam rotiert. Der Flight Director gibt eine Pitch ab von 10 Grad vor. Das versuchen wir zu halten. Dann können wir das Fahrwerk einfahren, wenn wir eine Positive Rate of Climb haben, ja, also sobald wir steigen. Und wir können dann auch den Autopiloten anmachen, relativ zeitnah. Wir müssen dann darauf achten, dass hier beim Autothrottle dann von Hold in den Takeoff-Modus gegangen wird. Das passiert ungefähr bei 400 Fuß über Grund. Ja, das heißt, spätestens bei 500 Fuß über Grund, also wenn wir hier nachher 600 Fuß haben, sollte hier auch Takeoff stehen in grün beim Autothrottle, dann ist alles richtig. Und dann, wenn wir ja stabil sind, machen wir den NAV-Modus an und auch den Flight-Level-Change-Modus. Und wir ziehen dann die Flaps, ich sag mal bei 180 Kias ungefähr ein. Mindestens aber, wenn wir V2 plus 20 haben. V2 waren knappe 130 Knoten hier. Also frühestens bei 150 Knoten die Flaps einziehen. Ja, und dann muss nachher unterm Strich, wenn alles klappt, Climb, FMS, APAT, FLC 250 Knoten dastehen. Hier in diesem Flight Mode Annunciator, ja, so in der Reihenfolge. Wenn wir die Flaps eingefahren haben, ja, dann ist alles richtig aufgesetzt. So, dann geht's los. Er speichert gerade meine Sicht irgendwie nicht ab. Ich hatte das eigentlich ganz kurz was testen. Nein, speichert er gerade nicht. Ist egal. Dann geht's los. Parkbremse lösen, kurz anbremsen. Wie gesagt, jetzt Vollgas geben. Eins haben wir vergessen. Zur Not, das ist einfach jetzt nicht so schlimm im Flugsimulator, aber man macht es im echten Leben wohl immer, man setzt den Heading-Bug mehr auf die entsprechende Richtung. Jetzt habe ich mit einer Taste schnell das Heading synchronisiert,
Ansonsten hier auf den Knopf draufdrücken, dann synchronisiert er den Heading-Bug mit der aktuellen Ausrichtung. Und nochmal Gas geben. Ich mache jetzt Autothrottle an. Ja, hier erscheint Hold, ich löse die Bremse. Knoten. Ja, jetzt kommt VR. Wir können rotieren. Ja. Schön auf den Flight Director achten. Fahrwerk einziehen. Ja, und ich habe von der Trimmung her das ganz gut gewählt. Ich kann fast loslassen. Ja, Flaps ab. Wir sind bei 750 Fuß. Im Flight Mode Annunciator steht jetzt auch wirklich Takeoff. Ich mache jetzt den Autopiloten an. Gehe auf NAV. Und gehe auf Flight Level Change. Ja, und jetzt steht hier alles das, was sein muss, da. Climb, FMS, AP80, FLC und 250 Knoten. Ne? Wenn hier zum Beispiel eine 200 steht, ist das auch nicht so schlimm. Dann kann das, wie gesagt, noch die Terminal Restriction sein, weil wir noch zu dicht am Airport sind. Oder weil wir halt die Flaps zum Beispiel noch draußen haben. Ja? Wir sehen hier jetzt schön die blauen Marker. Die blauen Marker F2 und Gear. Ja, das sind wirklich die strukturellen Limits für Flaps 2 und fürs Fahrwerk. Hier steht ein F1, das ist das strukturelle Limit für die Flaps 1. Ja, und was hier in Lila nachher steht, das sind dann immer die im FMS eingegebenen Limits. Ja. So, und das Flugzeug fliegt jetzt ganz in Ruhe den Flugplan ab. Ja. Wir stellen uns jetzt mal vor, wir bekommen jetzt von der ATC die Freigabe für unser Cruise Flight Level. Ich würde heute auf 36.000 Fuß fliegen. Die drehe ich mir hier jetzt rein. Und ich drücke wieder Flight Level Change. Ja. Und er geht automatisch wieder in den Climb Power und macht über die VNAV-Profile oder setzt über die VNAV-Profile die entsprechenden Geschwindigkeiten. Ja. Bis 10.000 Fuß bleibt dabei 250 Knoten und über 10.000 Fuß hatten wir heute, glaube ich, 300 Knoten eingestellt im VNAV-Profil. Ich gucke nochmal ganz schnell nach, was ich für ein Climb-Profil genommen habe. Ja, wir haben Highspeed-Climb, ne? 300 Knoten bzw. Mach 0.8. So, wir gehen in die Climb-Checkliste. Flaps, verify up. Jawohl. Gear, verify up. Jawohl. Taxilicht aus. APU können wir auch ausmachen jetzt. Throttles im Eis einfach prüfen, dass hier die richtige Einstellung ist. Ja, je nachdem, wann ihr die Checkliste macht, kann es sein, dass ihr halt Climb steht oder halt auch ein bisschen was anderes. Es muss nur irgendwie passen zu der Situation, die ihr gerade habt. Wir sehen jetzt auch gerade, wir haben die 10.000 Fuß durchschritten und er geht jetzt automatisch auf unsere VNAV-Profilgeschwindigkeit, ja, 300 Knoten. Pressurization, wir checken einfach, ob die Kabinenrate steigt, ja, oder die Kabinenhöhe, ja, steigt mit 300 Fuß pro Minute. Wir haben inzwischen eine Kabinenhöhe von 58 Feet. Passt alles. 10.000 Fuß haben wir durchschritten. Wir können dann auch gleich die Landelichter ausmachen. Können theoretisch jetzt auch, ich sag mal, die Passenger Science ausmachen, dass die Leute hinten ein bisschen rumrennen können und ihren Whisky saufen können. Und bei 18.000 Fuß setzen wir dann den Luftdruck noch auf Standard, ne? Also bei der Transition Altitude. Das geht ja auch ganz einfach. Einmal raufklicken und der übernimmt automatisch den Standardluftdruck. Braucht man sich auch nicht drum kümmern. Und immer wieder als Pilot einfach, ja, den Flight Mode Annunciator checken, ob da alles so drin steht, wie es sein soll. Ne? Climb, das ist der Autothrottle hier vorne. Im Cruise steht nachher meistens Speed da, ja, und die Geschwindigkeit, die er hält. FMS heißt im Prinzip, das ist der
laterale Modus. Er folgt dem FMS-Flugplan. Ansonsten könnte da auch Heading stehen oder Localizer. AP ist an 80, das sind einfach die aktiven Autopiloten-Autosvorteil. Stati. Und FLC ist der aktive Modus, Flight Level Change Modus mit 300 Knoten. Und Alt Select ist der gearmte Modus, den er dann aktiviert, wenn er die entsprechende Höhe erreicht. Super easy, super geiles Flugzeug eigentlich. Ja, dann mache ich einen ganz kurzen Cut, bis wir oben im Cruise ankommen, weil das kann durchaus eine Weile dauern. Und dann gehen wir ganz kurz in die Cruise-Checkliste, was auch nicht allzu viel ist. Jo, wir nähern uns unserer Cruising-Altitude. Und wir sehen schon, das Teil hat eigentlich unheimlich Bums. Ne? Wir sind schon bei, ich sag mal, 34.000 Fuß und kriegen doch eine Steigrate von fast 3.000 Fuß pro Minute hin. Obwohl wir eigentlich ziemlich gut beladen sind. Ja, das ist schon ein sehr potenter Business-Jet. Und dann passen wir halt wieder auf, dass er genau das macht, was er soll. Ja? Der Autosvorteil hier oder das ganze Flugzeug hat im Prinzip auch eine Alpha-Protection und eine Overspeed-Protection. Das heißt, selbst wenn mal euer Auto-Throttle rausspringt, wenn ihr zu schnell werdet, wird er aktiv und zieht Power raus. Und wenn ihr zu langsam werdet, wird er aktiv und gibt Power rein. Ne? So, wir sehen jetzt hier, im Cruise springt er um auf den Speed-Modus. Übernimmt die Geschwindigkeit aus dem Cruise-Profil auf der VNAV-Seite. Hier springt er in den Höhenhaltemodus um auf der entsprechenden Höhe, die wir eingestellt haben. Was wir jetzt machen, wenn wir im Cruise-Modus sind, wir checken, ob der Top of Descent im Prinzip angezeigt wird. Er berechnet jetzt aus allen Angaben, die wir im Prinzip im VNAV-Profil eingeben, einen Top of Descent. Er ist hier bei mir hinter Selma irgendwo. Und wenn ihr keinen Top of Descent findet würdet irgendwo, dann wäre irgendwas noch nicht richtig eingegeben. Das ist ganz wichtig, dass man das guckt. Und jetzt im Cruise passiert nicht viel. Wir gucken ganz kurz in die Checkliste. Einfach darauf achten, dass mit dem Power immer alles hinhaut. Ice Protection as required. Pressurization. Wir haben jetzt eine Kabinenhöhe von 3900 Fuß. Das heißt, wir haben jetzt hier im Prinzip eine Höhe, als ob wir auf 4000 Fuß Höhe draußen rumlaufen würden. Das ist dann schon eine ziemlich hohe Druckdifferenz. Wir haben 9,4 Psi ist der Differential-Druck. Ja, schon ganz gut. Ist angenehm. In großen Airlinern kriegt man hier meistens, ich sage mal, eine Kabinenhöhe von 8000 Fuß fast hin. Das ist dann weniger Sauerstoff, ist vielleicht nicht ganz so angenehm, ist man mehr müde und sowas. Das ist schon eine ordentliche Leistung. FMA, wie gesagt, immer wieder überprüfen, ob alles das gemacht wird, was er auch soll. Er geht hier ganz leicht mit einem Knoten in den Overspeed. Solange wie der Autosvorteil dabei jetzt nicht rummeckert, dann ist das alles in Ordnung. Dann würde ich sagen, wir machen ein ganzes Ende vor dem Top of Descent weiter. Ich würde mal sagen, hier bei zwischen Jotun und Selma, sodass wir dann in Ruhezeit haben, kurz auf das VNAV einzugehen, wie das dann funktioniert. Wir sehen hier unten jetzt aber schon den Punkt, auf den sich das VNAV jetzt momentan bezieht. Wir haben am Punkt Boulder eine Restriction von 8000 Fuß. Das ist quasi die erste Constraint und VNAV rechnet uns das so aus, dass wir mit unserem VNAV-Profil hier nachher auch wirklich ankommen, so wie wir es eingestellt haben. Und wir sehen hier Time to Top of Descent, das sind gute 16 Minuten noch. Und ich sag mal 12 Minuten ungefähr schneide ich raus, sodass wir so 5 Minuten vom Top of Descent hier weitermachen. Das geht nachher alles dann immer ziemlich schnell. Gut, liebe Leute, wir haben es jetzt ungefähr noch 10 Minuten bis zum Top of Descent. Ich fange einfach mal schon an, weil die Zeit ist nachher so schnell rum. Wir bereiten uns jetzt quasi komplett auf den Descent, den Approach und die Landung vor. Wir gucken ganz kurz in die Checkliste rein, dass wir nichts vergessen. Und zwar werden wir erstmal die Performance aufsetzen für die Landung. Wir gehen ins FMS rein.
Performance, Landing Data. Runway ist richtig, Airport ist richtig, Wetter, wie gesagt, könnt ihr aus dem Meter ziehen oder von Hand eingeben. Ich habe ein Wetter-Preset, das bleibt bei 280 und 5 Knoten. Temperatur sind auch 20 Grad und Luftdruck sind 2982. Runway ist die richtige, hat er übernommen, Landing-Konfiguration. Wir werden mit Full Flaps landen, ohne Anti-Ice. Den Rest lassen wir alles auf Standard, außer Autosfotter, den machen wir an. Und Landing Data, wir checken, dass er uns hier die Geschwindigkeiten raushaut. Jetzt haben wir hier VREF von 123 Knoten. Das ist normalerweise die Geschwindigkeit, die man dann haben sollte, wenn man unten über die Landemannschwelle kommt. Man kann jetzt immer noch ein bisschen, Windkorrektur reinhauen und sowas. Und damit man es nicht zu kompliziert im Flugsimulator macht, ich nehme immer 5 Knoten. Ja, das heißt, ich will nachher mit 128 Knoten an der Landemannschwelle ungefähr ankommen. Wir klicken dann Accept Landing Speed. Ja, das hat die auch übernimmt. Und jetzt kommt das, wo wir, ich sag mal, das fehlende Feature ausgleichen können, dass er automatisch aus VREF runtergeht mit dem Autosfortel. Das ist noch nicht drin, also ich habe es absolut nicht hinbekommen. Ich mache das jetzt so, ich gehe auf Flaps Speed und setze es bei Flaps Full meine 128 Knoten rein. Das heißt, ich brauche nachher auf der Glideslope nicht irgendwie oben umschalten auf manuell Geschwindigkeit und 128 Knoten reindrehen, sondern sobald ich nachher die Flaps Full setze, geht er automatisch auf meine 128 Knoten runter. Das ist halt eine kleine Geschichte, die es ein bisschen einfacher macht, gerade für Anfänger. Und erspart uns nachher im Stress noch ein bisschen da oben rumzuklicken. Dann gucken wir nochmal ganz kurz in die Procedures rein. Hier ist alles noch richtig. Ja, das ist das, was wir fliegen wollen. ILS 26 links. Minimums. Lassen wir mal weg. Ist für Anfänger erstmal auch gar nicht so wichtig. Bräuchte man sowieso Karten für. Ne? Wenn ihr keine Karten habt, könnt ihr sowieso nicht richtig mit Baro-Minimums arbeiten. ILS-Frequenz, das ist das, was ich immer checke. Mal kurz gucken, wie viel Zeit haben wir noch? 5 Minuten. Ich verlasse mich nie 100% darauf, dass der Autopilot in keinem der Flugzeuge im Microsoft Flight Simulator, dass der Autopilot die ILS-Frequenz automatisch richtig setzt. Das heißt, ich gucke nochmal ganz kurz rein bei Airport. Er übernimmt ja eigentlich automatisch unseren Ziel-Airport bei Frequenzen. Und ich guck mal nach der ILS-Frequenz für die 26 links. Das ist die 111.5. Das checke ich jetzt hier gegen. Er hat sie schon in den Standby reingenommen. Ja? Ich setze das Ganze aber schon aktiv. Es sollte eigentlich im Flugsimulator immer funktionieren, ne? Dass er, also zumindest in dem Flugzeug hier, dass er nachher auch die Frequenz automatisch setzt. Aber wie gesagt, das ist so eine Macke von mir. Ich verlasse mich da nicht drauf. Ich setze sie einfach schon mal. Und dann gucken wir ganz kurz in den Flugplan rein. Wir müssen uns jetzt die Höhe aussuchen, die wir im VREF einstellen wollen. Dazu gehen wir auf den Flugplan. Wenn ihr keine Karten habt, ist das wieder so ein bisschen schwierig immer. Ihr müsst gucken, am besten den letzten Punkt vor der Landung, wo FAF steht. Final Approach Fix. Das ist meist der Punkt, in welchen wir in die Glideslope wirklich reinfliegen. Ja, der liegt auf 3800 Fuß. Das ist die Höhe, die wir jetzt hier oben auch reindrehen. In die Vorwahl. Nein, mach mal anders. Die Reihenfolge ist verkehrt. Wir lassen es noch stehen. Wir gehen hier jetzt erstmal auf VREF. Wir machen das erstmal aktiv, weil sonst würde nicht viel passieren. Er fängt sonst nicht automatisch an zu sinken. Erstmal VREF aktivieren. Das kann man auch schon früher machen, während des Cruises, egal. Wichtig ist, dass dann hier wie alt steht. Jetzt wählen wir die gewünschte Höhe rein. 3800 Fuß. Wenn man 100er drehen will, muss man einmal auf den Alt-Knopf draufdrücken. Ja, dann kann man auch in 100er Schritten drehen. 3800 Fuß. Dann habe ich jetzt hier übernommen. Wie alt ist aktiv und wie Pfad, also der vertikale Pfad, ist gearmt, steht in weiß da. Und der
Autopilot fängt jetzt in diesem Modus automatisch am Top of Descent an zu sinken. Ja. Wir kriegen dann hier noch eine Anzeige, die erkläre ich dann nochmal. Und ja, wir prüfen nochmal kurz Landing Elevation. Haut noch hin, hat sich ja nichts weiter geändert. Und dann warten wir jetzt, bis wir den Top of Descent erreicht haben. Das sind noch 3 Minuten. Und achten dann auch drauf, dass der Autopilot das macht, was er soll. Das ist immer unsere Aufgabe. Wir checken dann, ob er wirklich anfängt zu sinken. Wir können nochmal ins Wiederaufprofil reingucken. Ja, für den Descent 300 Knoten, 0,8 Mach und unter 1000 Fuß geht er auf 240 Knoten. Und wie gesagt, im Terminalbereich geht er schon auf 200 Knoten. Wenn er das nicht wirklich macht und wir fliegen noch 240 Knoten und ich setze Flaps 1, dann geht er automatisch auch auf 200 Knoten runter. Ne? Das ist also nicht ganz so schlimm. So, wir sind jetzt noch 1 Minute vom Top of Descent entfernt. Er hat jetzt auch, ich sag mal, den vertikalen Pfad, die Anzeige, ja den Deviation Indicator, also die Abweichungsanzeige dafür, aktiv geschaltet. Ich zoome mal ganz kurz nochmal ein Minimum raus, dass wir nochmal den Top of Descent Marker richtig sehen. Ja. Top of Descent Marker ist einfach ein kleiner Punkt. Und wir sehen hier nachher so einen magenta Pfeil. Und wenn der sich in der Mitte von dieser Anzeige befindet, dann sind wir genau auf dem vertikalen Pfad, der berechnet wurde. Sollte das Flugzeug in den Idle gehen und wir kommen trotzdem nicht genug runter, müssen wir ab und zu auch mal die Speed Brake ziehen. Und lasst euch nicht davon stören, dass zum Beispiel die vertikale Fahrt jetzt 3,89 Grad sind. Diese 3 Grad Gleitpfade, das machen meist eine große Airliner. Business Jets gehen durchaus ein bisschen steiler runter. Ja, die bleiben länger oben, Sprit sparen, gehen auch steiler runter, um Sprit zu sparen und so weiter und so fort. Ja. Wir nehmen Power raus und versucht jetzt die eingestellten sag mal Geschwindigkeiten zu halten, ja, Mach 0,8 beziehungsweise nachher dann 300 Knoten. Und wir gucken immer schön drauf, dass das hier mittig bleibt. Und ansonsten, wie gesagt, durchaus mal die Speedbrake auch ziehen. Ansonsten bei der Transition, beim Transition Flight Level wieder zurückschalten, ja, auf den lokalen Luftdruck, ne, über den Button, dann einfach wieder, ja, hier raufklicken. Ich mach's mal kurz einfach zum Demonstrieren jetzt schon. Hier raufklicken und dann den richtigen Luftdruck wieder einstellen, ja, je nachdem, was ihr halt spielt, ne, ob mit Live-Wetter oder nicht. Den Luftdruck dann über ATIS sich holen oder über die Metadaten. Nachher im Terminalbereich kann es sein, dass man den von der ATC sogar nochmal durchgesagt bekommt. Und den Rest macht das Flugzeug alleine. Ja, bei 10.000 Fuß Landelicht anmachen. Da würde ich auch wieder einblenden, glaube ich. Und die APU machen wir schon mal an. Und bei 10.000 Fuß geht er laut unserem WINAV-Profil dann ja runter auf 240 Knoten. Ja, das müssen wir einfach nur mal überwachen. Die 8.000 Fuß, die hier stehen, das ist jetzt die Restriction, die erste im Flugplan, die er jetzt halten wird. Ja, das WINAV, das ist quasi die Höhenbeschränkung an Boulder, da müssen wir mindestens noch 8000 Fuß haben. Und da brauchen wir uns nicht drum kümmern. Das ist genau immer das, was WINAV halt ausmacht. Gut, dann würde ich sagen, wir blenden kurz vor 10.000 Fuß wieder ein. Wir haben es gerade gesehen, jetzt ist er umgesprungen von Mach auf 300 Knoten. Das ist so der Übergang, so bei ca. 29.000 Fuß, ja, zwischen 29 und 30.000 Fuß. Springt er immer um zwischen Mach und Knoten. Und das hält er die 300 Knoten, die wir hier im WINAV-Profil drin haben. So, wir nähern uns langsam den 10.000 Fuß und auch Las Vegas. Wir sehen hier vorne schon den Airport. Und Parkbremse gesetzt aus Versehen. Natürlich nicht nachmachen. wir fliegen dann jetzt auf Boulder zu und fliegen dann in den Localizer rein. Er müsste dann jetzt langsam anfangen, die Geschwindigkeit zu reduzieren. Ja? Er nimmt jetzt vom FMS die 240 Knoten, die ich ausgewählt habe, für die Geschwindigkeit unter 10.000 Fuß. Wir machen dann einfach auch schon mal die Landelichter an.
Im Transition oder auf dem Transition Flight Level haben wir schon umgeschaltet, ja, auf den lokalen Luftdruck, das ist auch ganz wichtig. Und wir machen dann einfach jetzt auch schon mal die APU an. Und irgendwann, wenn wir dicht genug dran sind, geht er eigentlich automatisch auf 200 Knoten dann auch runter. Wenn er es nicht macht, würde ich dann Flaps einsetzen. Spätestens dann geht er automatisch auf 200 Knoten runter. Und es ist eigentlich so, dass wir mit Flaps 2 gesetzt und ungefähr 160 Knoten in die Glideslope reinfliegen. Das ist so ungefähr die Geschwindigkeit. Kurz vor der Glideslope setzen wir schon das Fahrwerk, ja, Landing Gear down, und auf der Glideslope setzen wir dann Flaps full. Und da wird normalerweise erst noch ein Stück mit 140 Knoten geflogen und 2 Meilen vor der Landebahnschwelle schaltet die originale Longitude dann eigentlich auf VREF um, was hier aber ja nicht passiert. So, ich merke jetzt zum Beispiel, ja, er ist eigentlich im Idle, ne, und er kommt nicht runter auf 240 Knoten. Ne. Das heißt, ich ziehe einfach ein ganz klein bisschen an der Speed Brake. Ich fahre die ganz leicht aus, dass er auf meine 240 Knoten runterkommt. Spätestens wenn wir die Flaps nachher setzen, haben wir ein bisschen mehr Drag. So, und dadurch, dass ich die Frequenz vom Localizer schon eingestellt habe, sehen wir das hier schon gestrichelt aktiv. Na, wir sehen hier gestrichelt schon den Localizer von unserer Runway. So, wir fliegen jetzt auf Boulder drauf zu, fliegen auf den Localizer. Machen dann auch in Kürze den Approach-Modus scharf, das darf man nicht vergessen. Und dann geht's runter. Wir sind jetzt nach meiner Meinung noch schon ziemlich dicht dran. Ich würde jetzt schon wirklich Flaps 1 setzen, damit wir auf 200 Knoten runtergehen. Ich setze jetzt Flaps 1. Und er geht hier von der FMS-Geschwindigkeit automatisch auf 200 Knoten runter. Ich fahre mal die Speedbrakes ein, ich gucke mal, ob das vom Drag her reicht, dass wir Geschwindigkeit abbauen. Das passt ganz gut, er baut ein bisschen ab. Er geht jetzt auf die 200 Knoten runter, die wir hier im Prinzip auf der Performance-Seite unter Flap-Speed zu stehen haben. Auch hier könnt ihr was anderes eingeben. Ne? Ihr könnt ja 210, 190, was auch immer eingeben. Und das sind diese Standard-Flaps 260 Knoten, mit welchen wir dann auf dem Localizer in die Glideslope reinfliegen. So, immer darauf achten, dass er das alles macht, was er soll. Ja, er baut ganz langsam Geschwindigkeit ab. Wir fliegen ganz langsam jetzt auf den Localizer drauf zu. Jetzt wird es Zeit, den Approach-Modus scharf zu machen. Ja, wichtig ist, dass wir hier checken. Localizer muss weiß kommen, Alt-Select muss gegebenenfalls weit kommen und Glide-Slope muss weit kommen, also weiß. Ja. Und man kann gegebenenfalls auch von Hand umschalten auf den Localizer. Wir sind jetzt schon ziemlich gut drauf. Er macht es aber irgendwann auch automatisch. Er macht es dann an einem bestimmten Punkt wirklich automatisch. Ich schalte das jetzt von Hand um. Ich habe einfach gerne mehr Kontrolle. Localizer. Ja. Und da wir schon ziemlich gut auch auf der Glideslope drauf saßen, hat er jetzt Localizer und Glideslope gleichzeitig eingefangen. Ja, dann setze ich jetzt Flaps 2. Wir sind noch vom Final Approach Fix entfernt. Das ist alles nicht so schlimm. Ja, und bei Flaps 2 sehen wir, geht automatisch jetzt auf die 160 Knoten runter. Na, er hat uns ziemlich gut auf den Sinkpfad runtergebracht und wir haben die Glideslope gleich eingefangen. Normalerweise erst, also spätestens bei 3,8 müssten wir sie einfangen. Ja, das ist aber alles wirklich gut so und vollkommen in Ordnung. So Leute, ich mache mal ganz kurz einen Cut hier rein, denn ich habe festgestellt, dass das ILS-Signal hier an dem Airport uns wieder sehr, sehr, sehr tief reinholt. Das liegt wahrscheinlich wieder daran, dass es eine Payback-Szenerie ist, das Ganze nicht ganz hinhaut. Wir sind jetzt bei 4000 Fuß, ja, wir sind stabil auf dem Localizer, auf der Glideslope, Flaps 2 ist gesetzt. Wir wären jetzt ungefähr ein Dot below Glideslope, wenn wir gerade auf den Final Approach fix zufliegen würden. Das heißt,
Fahrwerk raus. Wir checken nochmal ganz kurz unsere VREF. Er ist jetzt inzwischen schon bei 120 Knoten. Das heißt, ich ändere das hier nochmal auf 125. Und wenn ich Flaps Full setze, das war verkehrt, dann geht er automatisch auf die entsprechende Geschwindigkeit runter. Ich warte kurz, bis er sich stabilisiert hat. Das passt aber ganz gut. Ja, er hält im Moment die 160 Knoten von Flaps 2. Jetzt setze ich Flaps Full und er geht auf VREF runter. Den Autopiloten schalte ich gleich mit einem Button aus. Autothrottle bleibt automatisch oder bleibt eigentlich an. Und wir müssen nur aufpassen, wenn er kurz vor der Landebahnschwelle hier auf Retard umschaltet, dass wir den Hardware-Throttle wirklich beherzt auch zurückziehen. Sonst kann es passieren, dass er nochmal Schub gibt, wenn der Autothrottle ausgeht. So, ich schalte jetzt den Autopiloten aus. Zack. Und ich orientiere mich jetzt auch nicht am Flight Director. Ich fliege jetzt rein visuell, weil uns das ILS-Signal viel zu früh runterholt. Ja, und der Autothrottle, der hält schön die Geschwindigkeit. Ich kann mich also ganz einfach aufs Steuern konzentrieren. Ja, die Glideslope wird jetzt tierisch nach unten wandern. Die geht einfach viel zu früh runter. Die rammt uns eigentlich wirklich schon in den Vorbereich der Runway rein. Ja, ist natürlich nicht schön. Aber sowas kann immer vorkommen, ne? Und dann sollte man eher sich wirklich optisch an den Lichtern orientieren. Die hauen in der Regel eher hin als ILS-Signale. Und jetzt haben wir zwei weiß, zwei rot. Sieht ganz gut aus und die Glideslope ist schon tierisch weit unten, ne? Das sieht auch optisch ganz gut aus. Und jetzt wird er gleich im FMA Retard stehen und dann wirklich den Hardware-Throttle zurückziehen. Ja, jetzt wirklich zurückziehen, Hardware-Throttle. Ganz leicht flaren und das Flugzeug setzen lassen. Ja. Reverse Thrust rein. Umkehrschub. Ja, das wird dann hier auch grün. Reverse Thrust raus, bremsen und dann können wir hier runter. Die Speed Brakes gehen automatisch raus, ja, wenn wir hier landen. Fahren sich auch automatisch wieder ein. Und wir verlassen erstmal die Landebahn. So, Parkbremse setzen. Jetzt würde theoretisch die After-Landing-Checklist kommen. Trust-Reverser. Ja, wir müssen gucken, dass wirklich hier die Meldung grün weggegangen ist, dass hier nicht noch irgendwie Reverse oder so steht. Flaps wieder einfahren. Taxi-Licht an. Landelicht aus. Anti-Collision-Licht aus. Ach, das ist schon aus. Und Ice Protection as required. Das sind so die After-Landing-Geschichten. Und dann rollen wir ganz normal vor zum Terminal, machen dann entweder die Parking-in-Shutdown-Liste oder wir machen die Parking-in-Turnaround-Liste, je nachdem, wie ihr das möchtet. Das ist dann jedem selbst überlassen, aber weiter fliegt er nicht. Logisch. Und das war's. Wirklich ein sehr schönes Flugzeug. Und ich würde es echt cool finden, wenn wirklich dieses ganz kleine, ich sag mal, diese ganz kleine Funktion noch mit reinkommt, dass er automatisch auf VREF runtergeht, wenn wir 2 Meilen von der Landebahn entfernt sind. Das wäre so cool. Dann brauchen wir halt nicht, ich sag mal, über diese Funktion tricksen oder wir brauchen dann auch nicht manuell umschalten. Gut, liebe Leute, ich würde es dabei belassen. Am Ende wie immer der Hinweis auf unseren JD Community Discord Server für den Flugsimulator. Wir haben inzwischen fast 9000 Mitglieder. Wir haben ein mehrköpfiges Supporter-Team, mehrere Tech-Support-Kanäle. Und ich kann euch nur wie immer anbieten, wenn ihr irgendwelche Fragen zum oder Probleme mit dem Flugsimulator habt, dann kommt doch zu uns auf den Discord. Man kann an meinen Augen wesentlich besser helfen als über die YouTube-Kommentare.
Ihr könnt euch dort natürlich auch einfach nur mit anderen Leuten über den Flugsimulator austauschen, ein bisschen rumchatten oder vielleicht sogar den einen oder anderen Mitspieler für einen Multiplayer-Flug finden. Den Link zum Discord findet ihr oben rechts auf meiner YouTube-Seite bzw. in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen oder vielleicht so ein klein wenig geholfen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!